noch so ein Teil versteckt. Ich hab voll so reingegriffen und dann BAM! Die Hand explodiert. Geil. Okay, dann wollen wir mal loslegen. Jo. 3, 2, 1, go. Was geht, ihr logistischen Leechies? Willkommen zurück bei Pokémon Soarakt. Ciao, Link. Ja. Wir machen weiter hier. Wo sind wir nochmal hier? Was für ein Turm? Im Turm das halt. Ist der Pyrobex. Echt? Ja, also das Gebiet ist Pyrobex, ja, weißt du nicht, wie der ja, Turm ist. Ja, klar. Ich glaube, unser ganzer Encounter ist für dieses ganze Areal auch schon weg, weil wir drin ein Vieh gefangen haben. Ja, weißt du, wo ich gerade war, wo wir sind? Ja. In der vierten Gen, in diesem einen Turm, vor dem Metang-Encounter damals, weißt du noch? Irgendwie war ach ja, ja, ich weiß, was du meinst, den, da wo man Stärke kriegt, glaube ich, ne? Okay, alles ist safe. Der Booty von dem Pagato ist noch da. Das seht ihr, das ist bald. Das ist so bescheuert, ey. Ja, die andere hat einen Spoink. Ja, ich habe leider nicht beide reinbekommen in den Kampf. Das wäre mit Surfer auch sehr leicht geworden. Ja, ja. Aber das Spiel hat gesagt, nein! Halt, stopp. Oh, jetzt habe ich einen Doppelkampf. Ich weiß gar nicht, ob ich Surfer einsetzen kann. Das trifft doch alle drei, oder? Nee, nicht in der dritten Gen. Da war das noch so, da war es von der OP. Hatten wir doch damals noch eine Diskussion, weißt du noch? Wo ich dachte, der Surfer trifft nur die Gegner und du sagst es zwar alle. Dann ja, haben wir beide recht. Ja, Gen 3 ist einfach confusing, da kenne ich mich nicht aus. Gen 3 ist alles anders und schlechter. Hoho, hat er nicht gesagt. Doch, die Sprites sind gut. Hast du, die waren eigentlich. Also, was Sprites angeht. Du musst dir das Hexen-Sprite mal ansehen, das ist eigentlich ganz cool. Hexen? Hexen. Die Hexe mit dem Spoink. Achso. Ja, ich meine, ich fand die besten Sprites, fand ich, also wo es noch Sprites waren, war halt wirklich in Hearth Gold Soul Silver, ne? Ja. Ach, der hat ja Speckschicht, der. Blöde. Wieso ist mein Maschok eigentlich noch hier drin, ne, gegen das Spoink? Was muss... will ich denn reinmachen? Ja. Los, Legion of Doom. Go! Los, Lucci. Was hier Magiemantel, Alter? Ich geb dir gleich mal Magie ins Gesicht, ey. Der haut mir die ganzen Items ab. Volltreffer. Ha! Ha! Giftdorn! Guck mal, ich hab grad meinen Maschok reingeworfen. Was sein Sackgesicht, ne? Wirbelwind. Nee, der bleibt hier! Boah, da gibt's einen Geowurf, ist das Vieh auch weg. Oder der Surfer reicht schon, weiß ich noch gar nicht. Bei mir spammt er einfach Abschlag die ganze Zeit. Hat er keine Kampfangriffe? Was ist denn los bei dem? Ja, denk dran, Abschlag ist hier in der Gen schon relativ stark, ne, mit 65 Attack. In dem ja, geupdateten Gen Pool. Ja, genau. Ja, trotzdem. Das ist kein Stab. So, Harry Yama ist jetzt auch tot bei mir. Ich meine, es ist Gift. War nicht Kampf. Schlecht gegen Gift? Keine Ahnung. Jackson Sprite, please. Also ich fand das cool, so mit den Pokébällen da so, mit der Kugel. War eigentlich schon fresh. Die Wahrsagerin. Oder will ich mal Merkel rausschmeißen? Merkel und Alligator. Was ist das? Voltenso. Juicy. Oh ne, echt jetzt? Voltenso? Ja. Oh nö. Ich hätte erst bei dir gucken sollen, ich hätte ein paar Karten gleich draußen lassen können. Also, es war schon unten am Team, ich hab's wieder hochgezogen, ne? Aber Merkel ist hier ganz gut. Merkel, do your job. Ja. Konfusion. Jetzt kommt der Finden-Crit tot. Wieso? Achso! Ja, oh! Oh shit, der hat ja dunkle Unlichtattacken, ne? Der Voltenso. Ich meine eigentlich Enekoro, oder? Ich hab die beide Unlichtattacken. Knirscha! Ja, Voltenso kann ja Biss, aber sie sehen in der nächsten Runde tot. Voltenso erkennt den Türsteher. Es müsste eigentlich wegrennen. Erkennt. Da ist er leider. Das ist Türsteher. Ja, Schnappfinde auf Enekoro. Jetzt müsste Scrotum so einen ganz lappigen Death machen gegen Enekoro.
Level 35. Hat er das nicht sogar minus Death? Das? Ja. Da, Kalabra? Weiß ich nicht. Weiß nicht mehr, wer jetzt minus Death hat, aber irgendwas hat er bei dem minus Death. Ich meine, auf dem Glurak wäre es genauso beschissen, wenn da eine Steinattacke kommt. Alter. Top Elixier war eigentlich ganz gut, ne? So, das, was eine Attacke wieder voll gemacht hat. Ich hab gehört, ich mach mir jetzt hier ein Walban-Pokémon. Was nehmen wir denn? Aber was war das? Gelbstück war ganz gut, das hat Steine gegeben später, ne? Genau. Mann, was mach ich denn weg? Was ist eine blaue Flöte für ein Scheiß? Ja, hier geben. Jetzt kriegt das junge Pokémon in den Arsch geschoben. Da, hier. Maschow. Oh, hier gab es Sartini. Kawaii. So, Top Elixier war das jetzt. War das jetzt auffüllen? Das war auffüllen leider nur, ne? War AP, ja. Was war der hier? Und was war das, was die AP verstärkt hat? AP Ether, oder? Ne, warte mal, Ether hat doch die. Ether hat aufgefüllt. Und Elixier hat sie verstärkt, ne? Elixier hat alle Attacken aufgefüllt. Ether war nur eine Attacke. Das hat die AP erhöht von dem Angriff nochmal? Ja. AP plus. Gesundheit! Ey, warte mal, die heilt doch bestimmt, die kämpft nicht. Die steht da so random. Nee, die toll. Oh, Eneko ist so toll. Oh nein. Gut zu wissen. Was schicke ich denn da rein? Ja, Ligator macht nicht viel Schaden, hat ganz gut AP. Ach, Katze. Oh ja, Clutexo! Ja, Level 35, Konter. Ah. Holy shit! Ach du Scheiße! Warte mal, du hast genauso viel KP wie mein Alligator. Ich mach ein Biss, weißt du? Raserei. Abgangspunkt. Das finde ich so Scumbag, ne? Wir hätten eigentlich einen Soulink hier reinsetzen sollen. Ich hätte mit Noctusca. Ne, ich will Noctusca nicht verlieren. Obwohl doch, ich hätte eigentlich mit Noctusca reingehen sollen. Er hat einfach gewonnen, das Ding, glaube ich. Mit Finte, ne? Oder? Denk dran, wie viel KP. Denk dran, wie viel KP das Scheißvieh hat. Ich mach mal eine Aqua-Knarre. Es kommt so am Ende ist Konter und Spiel. Nee, es spammt Abgangspunkt, das nervt mich noch mehr. Aber hat er nur 5 Aufladungen? Ja. Also ich mach mal. Ich hab mal eine Highlight im Knopf. Spiegelcape. Der weiß auch, das Problem ist, der wird hier immer richtig kontern. Ja. Legion 1, die Hacker. Ja. Ah, Spiegel, hey, er hat falsch gekontert. Ja gut, aber das stimmt jetzt. Ich meine, die Attacken waren random, waren die hier, ne? Mann. Jetzt macht er tatsächlich nochmal Abgangspunkt, der Scumbag. Hab ich irgendwas? Ich hab Raserei, hat nicht so viel Schaden gemacht. Wenn du jetzt crittest, ich hasse dich. Mach doch einfach irgendwie ein Highlight-Item. So easy. Jetzt hat er Spiegelcape gemacht. Jetzt gibt's Biss. Safe. Alligator crittet nicht, wenn ich nicht critten will, das ist doch logisch. Okay, also du kannst den Rauchwolken spammen und dann bist du safe. Und jetzt trifft er einfach und überlebt ganz knapp, pass auf. Ja. Sold, ey. Und er hat 3 davon, okay. Kommt jetzt. Ja, aber. Oh ja, ich dachte schon, ey. Boah. 3-mal Herz und Fakt. Ach du Scheiße. Ach, immer Angst. So, es kommt hier Choice Scarf. Ah, Gardabra da noch. Aber das ist ein Gardabra, was mehr attacken kann als Sense of Level 35. Hallo, aber da war jetzt ein Wahlband. Reflektor. Geht bei mir gleich weiter. Ich muss gerade mal hier was denyen. Eigentlich müsste er ja nichts haben, was mich irgendwie treffen könnte. Großartig. Ich glaube, der wird jetzt eh sterben, oder? Oh. Pass auf, jetzt gerät Vernichtung! Auch wenn. Ja, das macht ja gar keinen Schaden. Mit Schockwelle dann daneben. Oh. Mit Schockwelle. Die Schockwelle ging nicht daneben, ne? Ich weiß, deswegen. Oh, das hat mir auch in die Hose gemacht, ein bisschen. Oh ja, boy! Dum, 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 dum.
Genau, so geht das. Ah, ein Skurak. Ja, das Team wird immer fetter hier. Ja. Heute kommt, bei dir wird jetzt richtig übel, wenn du, weißt du, wenn du einfach noch zum Sala und Metacross kriegst, das Team sieht so übel aus. Noch Kingdra. Ja, stimmt. Stimmt. Holy shit. Das Team, ey, please. Da kann ja nichts mehr schief gehen. Und ich hab keine Bodenschwäche mehr. Also so, komplett. Ja, jetzt, aber das Problem ist, dass die meisten Boden-Pokémon irgendwie so ein Scheiß wie Steinhagel können. Ja. Ja, Rauchball drauf geschissen. Ah, schönes Pokémon. Kann man so stehen lassen, oder? Ja. Dann kommt jetzt mal mein schniekes Lutschi nach vorne. Surfer. Ne, ich komme schon nach. Nein, mein Item. So bin ich mit dem Rauchball, den habe ich liegen lassen. Ich habe selbst wenn er eine Pflanzenattacke hat, das ist nur Absorber oder Egelsan. Solarstrahl. Instant. Warte, ich bin noch Gift noch, ne? Ne, Wasser, okay, gut, ich hab nur die Giftfähigkeit. Stimmt ja. Ist das schon Unlicht? Samuzzi schreckt zurück. Ach, die guten nicht. Züchter mit ihren starken Pokémon immer, ey. Ja, ja, und davon 30 Stück gleich. Ja, 6 Stück. Ja, aber hier der Trainer mit seinen Trasslers. Sein Trasslers? Trassler, der hat jetzt schon zwei Trasseln gehabt. Trasseln. Oh, und Kill, ja. Oh, 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 oh. Ne, Gardevoir wäre auch viel zu heftig gewesen. Ja, genau wie in dem, Cartoon. Gardevoir. Ja, genau. Und Kill, ja. Das war das Beste. So, mit Abstand. Wolf. Ach, Schweibini, oh, diese Züchter, weißt du, die sind einfach so auf Level 26 so kleine Baby-Pokémon rausschmeißen. Die Züchter sind eigentlich insgeheim die übelsten Arschlöcher, weil die wollen einfach ihre Pokémon die ganze Zeit foltern und entwickeln sie nicht und lassen sie gegen viel zu starke Gegner kämpfen. Huch, also ich habe mich vorbeigesneakt. Es war 6x EP. Ne? Ja. Es war 6x EP, Herr Gerhard. 6x so 50, 50, 50. Hier ist Nubul, geh weg, ich will dich gar nicht sehen. Da kommt doch genug XP. Meinst du auf den Surferrouten, die wir alle überspringen? Surferrouten, Team Magma oder was Aqua? Team Aqua. Dann kommt doch Hauptquart hier. Ja. Hören wir noch im Süden die Route, ne? Da können wir haben im Süden noch einen Encounter auf der Route, fällt mir gerade ein. Okay. Da war ja diese Absperrung. Ich weiß gar nicht, was hatten wir denn für einen Encounter gehabt hier? Die waren eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Ich glaube, es war was Gutes, ja. Da hast du gesagt, das ist so ein gutes Ersatzteam. Ja? Ja, ja. Aber dieser Samen war dabei auf jeden Fall. Ne, wir sahen mal auf der Surferroute. Ja, ja. Mariama. Ich meine ja, wenn du jetzt hier Surfer, die letzten Encounter. Yeah. Wie schwach Surfer eigentlich ist, ne? Guck mal, wir haben sogar denselben Schaden gemacht, was? Ja, ja, ich sag, das ist irgendwie voll schwach, keine Ahnung. Das wundert mich so ein bisschen. Sayama hat auch 30 Trillionen. Wirbelwind, holy what? Ja, und das Flug-Pokémon, sehr, sehr weise gewählt. Ich finde die Surfer-Animation in der ersten Gen voll lustig. Da war eh alles voll lustig. Also, zumindest attackenmäßig. Besten wir noch hier Hyperstrahl und Eisstrahl und so. Wir haben den Sound tatsächlich. Wir haben den Sound tatsächlich in den neuen Teilen wieder übernommen, ne? Ja, ja. Scheiße, das war cool.
Tigris. Also ich weiß auch, dass ich als Kind total enttäuscht war, als das Ding einen neuen Sound bekommen hat, der total beschissen klang. Boah, ich glaube, das habe ich gar nicht gemerkt als Kind. Vielleicht war ich da 5 oder so. Ja, genau, das habe ich mitbekommen, also, dass der geändert wurde. Zumindest bei der ersten Gen. Bei der zweiten war ich schon 7, 8. Warst schon erwachsen praktisch. Ja, war schon groß. Aber los, Poison. Junge, das Zubiris, das ist hart am Rumkrebsen bei mir. Bei mir ist es tot. Glaube ich, hoffe ich. Müsste. Ja. Ja, bei mir ist er so. Ja! Schutzschild! Finte! Schutzschild! Alles klar, Boy! Wir haben nur einmal. Kampf verloren! Pokémon, was berühren? Was berühren? Hexe Tabita! Tabita! Ich hab nur diesen Pokémon um berühren. Habitak. Ah, hier komm, Saria, du musst mal ein bisschen gelevelt werden. Oh nein. Oh, was ein Psycho? Na, oh shit! Ja, this is gonna take a while. Oh nein! Ich hab nicht geguckt! Oh! Bitte, lieber Gott! Du Hurensohn! Nein! Ja, das, was? Warte mal. Geowurf macht genau 32 Schaden, das heißt, ich überlebe. Daria ist eh tot, also dann. Ja, ja, ich weiß, aber ich will es gerade nicht verlieren in dem Kampf, weil ich will es mit dem beenden natürlich dann. Ich hab bei dir geguckt, weil ich gucken wollte, was Daria war. Ich meine jetzt einfach Geowurf, da überlebe ich eine Attacke. So, ja, Abgangsbund ist mir egal. So, ja, Saria, du hast den letzten Kampf gewonnen, immerhin. Ganz ehrlich, soll ich ganz ehrlich sein? Soll ich ganz ehrlich sein? Das juckt mich überhaupt nicht. also für dich ist es doof, ja? Ein Zetra King ist sau nice, aber das Mushroom Ei war so enttäuschend bis jetzt. Wirklich, es war richtig schwach. Ja, ich würde eigentlich super Trank einsetzen und nicht super Schutz. Natürlich macht. Oh, der hat Abgangsbund. Ja. Das ist uncool. Ja, zum Glück hast du es nicht vergiftet, ne? Ja. Warte mal, das war's also, schon. Wann, dass er jetzt. Wieso sind wir den Turm hochgegangen? Keine Ahnung. Hier geht's ja, einfach wieder runter, oder? Oder hab ich da oben eine Tür übersehen? Nö. Nö, komisch. Warte. Nö. Was glaubst du hier, Tam? Spukball, oh nice! X-Angriff ist egal, oben oder unten, nicht mehr unten. Ja, weise Entscheidung, wer ist nämlich noch ein Ball? Unten, okay. Seerauch. Oh, Seerauch. Seerauch war der Heal, ne? Nein, ich bin vorbeigelaufen. Egal. Oh, Sprudel hab ich noch einen, kann ich mal verballern. Seegesang war der Heal. Was hat ein Seerauch gemacht? Das hat man doch für Seegesang gebraucht, ne? Ich glaube, das war Wasserboost, oder? Weiß ich nicht. Naja, wir sind doch erstmal fertig mit dem Part. Zeit ist um. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.